So, hier können wir noch einen Ticken größer machen. Und dann müssen wir eh in die Richtung graben. Uns fehlen noch zwei Ereignisräume. Zählt der große Raum da dazu? Das ist nämlich, glaube ich, der Endraum. Nee. Stop what you're doing and listen to me. Das muss der Außenposten sein. Ihr habt alle groß an. Was ist das für ein grüner Schleim da drüben? Okay. Was ist das für ein grüner Schleim dort drüben? Ja, der ist runtergefallen. Ihr geht, der stinkt. Haltet euch davon fern. Dort können wir nicht entlang. Lass uns also nach einer hinterlassenen Tafel oder so suchen. Du stehst direkt daneben. Ja. Der Zwerg da ist leider ein bisschen tot nun. So, wir könnten die Tafel aktivieren. Ja, also das führt in Richtung grüne Sapsche. Und das da ist der letzte Ereignisraum für uns. Was ist eigentlich mit dir hier? Okay, ist das nur ein Ork? Ja, es ist nur ein Ork, okay. Und wir könnten jetzt wirklich warten, bis sie aufs letzte Level trainiert haben. Also auf Level 15, dass wir mal sehen können wenigstens, was für... was nach den Berserkern kommt. Jungur, Berserker, der braucht ja nur noch ein Level. Und ja, das mache ich mal schnell im Speed-Durchgang. Hä? Was? Wieso sterben die? Habe ich da unten die Tür zu... Oh, ich habe die Tür zugebaut. Ups. Upsala. Das war schlecht. Gut. Ich habe da meine beiden Bergarbeiter verloren. Tülülülülü. Ja, warten wir jetzt, bis der hier ein Level up hat. Der braucht ein bisschen, weil er nicht immer trifft. Okay, wir brauchen mehr Trainingsfiguren. Definitiv. Verkaufen wir mal Steine. Und Holz. So. Dann frohes drauf einschlagen. Nur, dass wir mal gucken können, was Berserker auf Stufe 15 werden können. Weil ich glaube, so schnell werde ich keine Berserker mehr ausbilden. Die Defensiv, die Schildwachen mit den Hämmern sind mir da irgendwie lieber. So, gleich haben wir es geschafft. So. Du kannst ein Schlechter werden und das ist gar nicht mal so teuer. Das kostet nur 20 Drachenblut. Die mächtigste Nahkampfeinheit, aber nö. Schnappt euch das Ding da und dann ist gut. Raus hier, bevor noch mehr Zwerge sterben. Beweismittel verdichten.
Geben wir dem nochmal Speed. Und gut. Hey, listen! Großartig, hier ist eine Tafel. Sie sieht etwas beschädigt aus. Lasst uns mal sehen, ob die Zwerge, die hier lebten, etwas Interessantes zu sagen hatten. Wir mussten ihn schließen. Wortmarkt ist Gefahr. Geht nicht, sonst werdet ihr. Nun, was immer vorgefallen ist, der Durchgang ist versperrt. Es würde uns jetzt wahrscheinlich zu viel Zeit kosten, dorthin zu gelangen. Vergesst das also. Immerhin haben wir Beute. Lass uns Wortmarkt vorerst aufgeben. Man sagt, es sei dort eh zu feucht. Oh, dieser Schatz wird mir gut zu Gesicht stehen. Ja. Ihr habt eure Zwerge erfolgreich zum Sieg geführt und ein paar in den Tod. Zurück zur Welt. Ja. Levelbelohnung erhalten. Krone und Rüstung, Stufe 1. Einfluss erlangt. Sehr schön. Also nochmal 100 Einfluss. Das heißt, wir brauchen noch 150. Gut, ich kaufe jetzt mal Zuschuss. Someone, grab me some food and listen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde. Bei den Göttern freue ich mich, den Himmel wiederzusehen. By my fluffy backside. Wie lief es? Habt ihr Wortmark erreicht? Nein, der Weg dorthin wurde von merkwürdigem Schleim blockiert. Auf diesem Weg hätten wir unmöglich fortfahren können. Und auf der Oberfläche hätte es zu lange gedauert. Mugs down. Ach, wie schade. Da haben wir jetzt also keinen Zugriff auf Wortmark mehr. Und auf all die schönen Sachen, die wir dort gefunden haben. Was für eine Schande. Stop what you're doing and listen to me. Ihr mögt mir kein schlechtes Gewissen einjagen. Unmöglich ist eben unmöglich. Ja, wir haben... Genau, wir sehen jetzt etwas mächtiger aus mit einer Schlachtrüstung. Vielleicht ist es doch keine schlechte Idee, etwas Eisen zwischen euch und den Orks zu haben. Ein wahrer Prinz kann seinen Untergebenen schließlich nicht den ganzen Ruhm überlassen. Ja, Schlachtrüstung. Gut, dann geht es jetzt zum nächsten Kristall. Yay. Und ja, man sieht, wir haben Wachen beim Tunnel aufgestellt. Wir schreiten eben doch voran. Auch hier sind neue Kanoniere jetzt eingetroffen mit einem Wächter. Den Kanonieren fehlen die Kanonen mal wieder. Die Gnome haben Angst vor uns in ihrem Wäldchen. Hier wird immer noch fleißig gebaut. Hier hat noch ein Maulwurf überlebt, aber der liegt eher außerhalb des Gebietes. Also auf zum Elfenloch. Ja, der Gefahrenzone. So, ich hoffe, es sind alle da. Wow, wir haben... What must I do for someone to listen to me? Gute Arbeit, meine Zwerge. Dass wir so weit geschafft haben, muss König Vater zeigen, dass wir nicht so schwach sind, wie er angenommen hat. Trotzdem stinkt es hier fürchterlich, genau wie dort, wo der rote Magier früh gelebt hat. Bärte zurren und wachsam bleiben. Ja. Wir haben wieder ein paar Zwerge. Wir haben sogar diesmal zwei Krieger am Anfang. Da ist Undigium. Okay. Wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu wenig Platz. Also ist das mal das Erste, was wir machen sollten. Etwas Platz. Und ich werde wahrscheinlich den Thronsaal hierhin verschieben. Das Gebiet, in dem ihr euch jetzt befindet, war in früheren Tagen die zweitgrößte Stadt Mittellands. Da die Spitzohren, also die Elfen, auch hier lebten, hat es ewig gedauert, bis wir die ganze Region besiedelt hatten. Damals waren sie noch echte Wilde. Sie sprangen von Baum zu Baum und bewarfen uns mit Stöcken. Ich muss mich schließlich selbst dorthin begeben, um die Angelegenheit endlich in den Griff zu bekommen. Danach wurden die Elfen unsere Verbündeten. Richtig, Verbündete. Ja, die Elfen waren Verbündete, dann haben sie die Hosen voll gekriegt und sind abgehauen. So, wir haben... Was zur Hölle? Ich will ja nichts sagen, aber irgendwas macht hier sehr komische Geräusche.
Als ob unter uns irgendwas zertrümmert werden würde. Naja, gut. Ich habe nur einen Bergarbeiterzwerg. Das sollten wir so schnell wie möglich ändern. Pay attention now. Ihr sagtet, die Elfen wurden zu unserem Verbündeten. Waren sie die einzigen? Keep the gang. Oh nein, in den goldenen Zellen gab es nur zwei andere Völker, die uns zur Seite standen. Da gab es die Elfen, die uns viel beim Bau von Gebäuden, der Forschung und derlei Dinge halfen. Und dann gab es die Drachen. Sie waren mächtige Kreaturen, die durch die Lüfte flogen und denen sich nichts und niemand entgegenstellen konnte. Ja, gut. Wir haben ein Plus gerade zur Zeit. Ich bin ja schon fast gewollt, ihn gleich zum Bergarbeiterzwerg zu machen, aber ich glaube, wir warten, bis er Level 2 ist. In der Zwischenzeit muss auf jeden Fall mal das Schlafzimmer vergrößert werden. Ein bisschen. Ich glaube, ich mache das ganze Ding jetzt. Eigentlich habe ich nie an Drachen oder Magier geglaubt. Aber nachdem ich einen von ihnen sah. Ich verstehe allerdings immer noch nicht, wie die Magier die Drachen besiegen konnten. Oi. Die Elfen betrogen uns. Die ließen uns im Stich und flohen bei der erstbesten Gelegenheit aus dem Gebiet. Pah, bei diesem Gerese kreuzt sich einem Jahr der Bart. Lasst uns weitermachen. Gut, ich will erst einmal hier Platz um den Stein haben, dass wir den nutzen können. Der Stein steht da nämlich gar nicht mal so schlecht. Und eigentlich müssten wir hier alles frei machen, dass wir hier Platz für Essen und so weiter haben. Und fürs Labor und sowieso. Da ist halt hier so ein Mauerstück. Was sagt eigentlich die Oberwelt? Eine Feuerschale? Bringt uns 5 Gold. Also ja, hier oben sind 3 Wölfe zum Töten. Und eigentlich müsste ich sofort mit dem Zwergen, mit dem Kämpfertraining anfangen. So, du bist Level 2, du wirst so ein Bergarbeiter. So, da ist Undigium. Der erste Gelehrtentisch ist kostenlos, also wird er auch gleich mal gebaut. Dass die Forschung so schnell wie möglich beginnen kann. Achso, der Wolf ist zu nah rangekommen, deswegen versuchen die ihn anzugreifen. Ja, da brauchst du noch eine Weile, bis du das Ding gebaut hast, weil du noch Level 2 gerade mal bist. Aber wenigstens haben wir nun 2 Bergarbeiterzwerge, auch wenn beide jetzt gerade beim Schlafen sind. Und ja, Zufriedenheit sinkt. War ja eigentlich klar. Ich platziere jetzt mal. Also erstmal platziere ich Pflanzen. Das hat Vorrang. Das war nicht so gut. Ich müsste erst warten, bis hier ordentlich ausgehöhlt ist. So, genau. Also ich glaube, das hier in der Ecke treffen sich dann die beiden Dinger und da ist dann das Map-Ende. Dann können wir hier vielleicht das Labor, die Labore hinbauen. Ähm,
Wie machen wir das mit den Blöcken? Ich könnte den Thronsaal eine Etage tiefer verschieben. Das ist kein Problem.